gleich mal auf der Startdeckplatte nach oben kommen. Mal gucken, ob man zu dem Ziel kommen kann. Läuft schon? Ja. Ja, guten Tag. Hallo zusammen. Wir machen manchmal Fehler. Zum Beispiel vergessen wir manchmal, dass wir aufnehmen sollten. Vor allem, wenn es bei spannenden Teilen dann weitergeht. Aber irgendwie sind spannende Teile auch meistens spannend und dann vergisst man eher sogar noch die Kamera einzuschalten. Das wäre auch nicht so spannend gewesen für euch, sondern eher für uns, weil es so kompliziert war. Dazu zählte zum Beispiel Bremsleitungen anschließen. Hatten wir eigentlich schon mal gemacht in einem vorherigen Video. Es hat jetzt auch super funktioniert. Das Einzige, was nicht super funktioniert hat, war, dass wir letzte Woche das gesamte System entlüftet haben. Dafür haben wir so ein... Das hat super funktioniert. Yep. Wir hatten das Glück und konnten uns von Nachbarn aus der Halle hier ein Werkzeug ausleihen, also ein Pumpensystem, womit man im Prinzip das ganze System flutet und dann nicht diese ganze Aktion mit Pedal treten und 40 Mal pro Seite und so, sondern man flutet einfach das ganze System, wartet, bis es rauskommt und also über den Bleed-Nippel quasi wartet, dass da alle Luft raus ist und macht dann zu und fertig ist der Lack. Das hat perfekt funktioniert und zwei Tage später war Jakob zufällig hier und hat festgestellt, dass alles wieder rausgelaufen ist. Einfach einmal schön unten auf dem Boden. Jetzt weiß man, dass DOT 4 und generell DOT-Flüssigkeit sehr lackverträglich ist. Das hat uns auch sehr gefreut. Also eigentlich ist es das nicht. Wir hatten erwartet, dass da mehr passiert. Wahrscheinlich zahlt sich jetzt aus, dass wir einen richtigen Bremssattellack verwendet haben, weil irgendwie hat er nichts abbekommen, obwohl der zwei Tage locker komplett geflutet war außen mit DOT 4. Der Lack ist wie neu. Glück gehabt. Haben es mit Wasser abgespült und alles mit Sägespänen aufgefangen. Trotzdem super blöd, dass es nicht einfach funktioniert hat. Das Problem war anscheinend, also an sich sieht alles richtig aus, das ist eine gekaufte Leitung und die Verbindung war undicht zwischen der gekauften Leitung am Bremssattel und der Stahlflexleitung, die daran schließt. Erst dachten wir, wir hätten vielleicht die falsche Stahlflexleitung gekauft. Dann haben wir uns im Forum nochmal erkundigt und haben da nochmal Feedback bekommen, dass es anscheinend wirklich die richtige ist. Also konnte das schon mal nicht das Problem sein. Da haben wir sie aufgemacht und wahrscheinlich haben wir sie einfach mit ein bisschen schief angeschraubt. Man sieht es auch vielleicht so ein bisschen in der Bördelung. Kann man sich einbilden. Wir versuchen es jetzt nochmal richtig gerade raufzuschrauben und schauen dann mal, ob es dann gerade wird und setzen das Ganze dann mal unter Druck, während wir da sind vor allem. Und schauen, ob es dicht ist. Ist halt nur eine Bremse, muss man höllisch mit aufpassen. Aber sonst? Und wir haben nur noch begrenzt DOT, also von daher sollte es jetzt endlich mal funktionieren. Yep. Auf geht's! Schon frei? Nee, noch nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass die Reifen so unendlich platt sind. Die Motivation ist gering, die aufzupusten, wenn da eh neue raufkommen. So, man hat hier so eine Leitung, egal ob Stahlflex oder irgendeine andere. Aber das ist halt die Verbindung zwischen der starren Leitung, die von oben kommt, und der Leitung, die von unten kommt. Das Problem ist jetzt, wenn man diese Leitung erst hier am Rahmen befestigt über diese Kontermutter und das festschraubt und dann mit der starren Leitung darauf geht, dann ist die ja schon vorgebördelt. Und die Chance, dass die genau in dem Winkel vorgebördelt ist, dass die spannungsfrei darauf geht, ist verschwindend gering. Deswegen muss man erst hier diese Kontermutter aufmachen, also nicht, noch nicht anziehen, nur dass es schon mal drauf sitzt. Und dann fixiert man die Leitung, die von oben kommt, auf der Leitung, die von unten kommt, schraubt die schon mal gerade aufeinander zwischen der unteren Mutter, womit die Stahlflexleitung in dem Fall hier verbunden ist, nicht die Kontermutter, sondern dann oben mit der Muffe von der Leitung. Damit wird dann die Bördelung aufeinander gepresst und wenn das fest ist, kann man hier die Kontermutter anschrauben. Und dann fixiert es das am Rahmen. Aber die ist halt die letzte, die man anschraubt. Und das haben wir vorher falsch gemacht. Vorher haben wir die erst festgebolzt und dann das raufgesetzt. Und vermutlich waren deswegen diese Übergänge hier alle schief. Und was wir jetzt auch noch machen, wir lassen das jetzt hier noch lose und machen erst, ja,
machen erst von der Gegenseite diese Verbindung mit dieser kleinen Leitung, welche dann in den Bremssattel geht, fest. Diese Leitung hier geht hier durch dieses Loch und wird dann hier fixiert, geht dann unten einmal rum und die Verbindung eben. Wie war das denn so, ne? Die Verbindung eben ist genau da dran und da hat es rausgeleckt, weil wir das schon festgedreht hatten mit der Kontermutter, die jetzt gerade weg ist. Die Kontermutter darf halt erst festgeschraubt werden, wenn die Verbindung zwischen der starren Leitung, dieser kleinen, die ich gerade gezeigt habe, und der Stahlflexleitung fixiert ist. Wir haben neue Felgen gekauft und zwar sind die alten zwar original, aber nicht mehr gut. Nicht mehr gut und wir fanden die immer schon schön und haben uns gedacht, irgendwann wollen wir die auch mal haben. Genau, wir erklären nachher, was, wenn die fertig sind, dazu, warum wir die genommen haben. Wir müssen uns jetzt aber beeilen, weil der Zwei-Komponenten-Lack, den wir angemischt haben, der ist schon am Abbinden, deswegen wir lackieren die jetzt. Was wir gemacht haben, die sind eigentlich silber, wir haben sie silber gekauft, weil sie günstiger waren und wir sie eh schwarz haben wollten. Mehr dazu gleich, aber wir lackieren sie jetzt schwarz. Weiter geht's mit den Felgen. Wir waren das letzte Mal mit den Felgen aufgenommen, da war es so kurz vorm Lackieren, da war die Farbe schon angemischt. War ein Problem, das mit der Farbe war nicht so richtig gut, es war zu warm zum Lackieren. Der Lack hat irgendwie getropft, die Verdünnung. Wir haben den Lack auch noch nie lackiert gehabt, wir kannten den Lack nicht. Wir haben mit einer Pistole lackiert, die wir nicht kannten. Deshalb gibt es gerade keine Videos davon, wie wir Räder bezogen haben und wie wir nochmal alle Felgen abgeschliffen haben und wie wir nochmal alles lackiert haben. Das waren ein paar unnötige Tage. Das Reifenaufziehen haben wir außerdem natürlich nicht hier gemacht, weil wir ja keine Reifenaufziehmaschine haben. Und weil wir es auch nicht können und weil es gefährlich ist. Und das haben wir machen lassen. Jetzt haben wir schwarze Dotz-Felgen. Mit BF Goodrich All-Terrain-Reifen, die haben wir uns für entschieden, weil wir über den Reifen sehr viel Gutes gehört haben. War irgendwie ein guter Kompromiss, wurde uns wärmstens empfohlen, haben wir uns jetzt zu entschieden. Mal gucken, ob wir damit glücklich werden. Zu den Felgen haben wir uns entschieden, weil wir die irgendwie, also die alten Felgen gingen gar nicht, die hätten wir auch sandstrahlen müssen und dann hätten wir die neu lackieren müssen. Und dann ist das Problem mit den alten Felgen, also mit den Originalfelgen von 1997, wie auch beim Briten anders zu erwarten, zöllisches Maß ist. Heißt, man kriegt dafür nicht jeden Reifen und schon gar nicht einen BF Goodrich All-Terrain-Reifen. Deswegen mussten wir andere Felgen nehmen, es gibt, weil die Auswahl einfach sonst nicht groß gewesen wäre. Und natürlich haben uns die Felgen auch gefallen. So, und jetzt haben wir die Felgen und die Reifen. Tatsächlich sind die ein bisschen größer. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die alten, die wir jetzt daneben halten, auch seit 2,5 Jahren keine Luft mehr gesehen haben. Und eh schon ziemlich defekt waren. Ja. Also die sind geflickt, das Profil ist runter, die sind matsch. So, da bei genauerer Kontrolle ist der Ersatzreifen geflickt. Also da wurde uns ein ganz schöner Schmarrn verkauft. Augen auf beim Autokauf. Mhm. Jetzt haben wir auf Anraten von ein paar Leuten aus den Kommentaren die Radnarbe nochmal entlackt, wo der Reifen später raufsetzt.
Ja, und jetzt das ist extra so ein Felgenlack. Der sollte ein bisschen was halten. Nicht perfekt lackiert. Wir würden mal den ersten raufsetzen. Ja, rauf damit. Tada! Das Wuchtgewicht wird natürlich noch schwarz gemacht. Das geht so irgendwie nicht. Haben wir uns so viel Mühe gegeben mit dem schwarzen Lack und dann das. Falls einer von euch eine 27er Nuss hat mit einem Plastikaufsatz, wir haben noch keine gefunden irgendwo. What? Also man muss dazu sagen, wir haben wirklich nicht den fettesten Reifen ausgewählt. Ne? Das sind jetzt 235, 85 R16 Reifen. Es gibt Leute, die fahren 285. Das sind jetzt wirklich verhaltene Reifen. Die sind jetzt nicht so viel größer als die alten, vor allem auch nicht breiter. Aber das ist schon irre. Wir würden mal den ersten raufsetzen. Wir haben den. Also heute sollen wir einfach nicht aufnehmen anscheinend. Ja, das wird jetzt ein Witz, weil der wiegt natürlich. Das Dumme ist, dass das Rad gerade gar nicht zu sehen ist. Oh. Mach das bitte noch. Ja, das Wuchtgewicht. Das Wuchtgewicht.